So, hallo und willkommen. Hier sehen Sie unsere heutigen Themen. Wir beschäftigen uns nochmal mit der Kultusministerkonferenz und der dort angesiedelten Gutachterstelle. Dazu werde ich Ihnen gleich noch etwas mehr sagen. Dann habe ich nochmal zusammengestellt, wie die Protokollsuche funktioniert, weil ich bekomme täglich Anfragen, haben Sie nicht das Protokoll von der Uni, haben Sie nicht das Protokoll von dem Doktor? Man hat mir jetzt die Ärzte benannt, die mich prüfen. Gibt es irgendetwas darüber? Da komme ich, wie gesagt, gleich zu. So, dann schauen wir doch mal an, was haben wir denn als erstes Thema? Als erstes Thema geht es mir heute um die GfG-Gutachten. Das ist eine ganz interessante Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Ich habe wieder ein Gutachten bekommen, und zwar unschwer erkennbar. Es geht um einen Zahnarzt. Und dann geht es darum, was man alles darstellen muss. Dort wurde also detailliert der labortechnische Anteil dokumentiert. Und dann ist man der Meinung, dass es keine Beweisgrundlage, dass die theoretischen Inhalte ebenfalls ausreichend gelehrt wurden. Das finde ich ganz bemerkenswert, denn wenn jemand die labortechnischen Anteile dokumentiert, dann muss er natürlich auch die theoretischen Inhalte zunächst einmal lernen. Und dann die Bemerkung des Rechtsanwaltes, Diagnostic and Treatment Planning of various types und so weiter und so weiter, trifft es ziemlich genau, dass die Inhalte wenig konkret dokumentiert wurden. Liebe Ärzte, liebe Zahnärzte, das ist das generelle Problem der GfG, weil soll man denn jetzt die ganzen Typen, die es dort gibt, vertikal und transversal nochmal darstellen. Also ich finde das ehrlich gesagt schon ganz schön heftig. Und vor allen Dingen, es geht ja dann auch weiter. Die GfG macht prinzipiell keine Erklärungen und keine Anmerkungen zu Studienplänen, zu Inhalten. Ja, das merkt man hier ganz deutlich, weil das Masterstudium, das heißt, jemand hatte den Bachelor, machte anschließend den Master. Das Masterstudium in Kinderzahnheilkunde wurde nicht in die Bewertung einbezogen. Das ist genau das Problem auch bei den Humanmedizinern, denn das bedeutet im Zweifelsfall, dass diese Sachen überhaupt nicht bewertet werden. Das heißt, die GfG bewertet ihr Bachelorstudium, ihr Grundstudium. Aber alles, was sie dann weitermachen, wird überhaupt nicht berücksichtigt. Das finde ich also schon ganz heftig. Und wenn man dann wissen möchte, ja, wo gibt es denn überhaupt inhaltliche Defizite? Das hätte man ja schon gerne in einem Bescheid der Behörde. Dann sagen die ganz klar, die geben die vorhandenen inhaltlichen Defizite überhaupt nicht bekannt. Sie geben die nicht bekannt, weil ja dann die Antragstellerin da detailliert zu erwidern kann und passgenaue Unterlagen liefern kann. Puh. Da kann ich doch nur sagen, wie will man das Ganze oder wie soll das Ganze denn bewertet werden, ja, wenn man da nicht mal die Information bekommt, was eigentlich bewertet werden soll. Also ich finde das schon ganz heftig, was da passiert. Das dann hier nochmal auf die zahnmedizinische Ausbildung und das betrifft auch die anderen Geschichten, muss man sofort wieder sagen. Die Bewertung der Berufserfahrung und die Fortbildung des Antragstellers, und jetzt kommt es, und inwieweit dies zu einer Veränderung der Bewertung führt, obliegt der Approbationsbehörde.
Und hier gibt es regelmäßig den großen Krach, deswegen, weil die Approbationsbehörde oft gar nicht in der Lage ist, die 10 oder manchmal 15 oder auch 20-jährige Berufserfahrung eines Antragstellers zu bewerten. Liebe Leute, wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren, weil wir sprechen hier von Details einer Berufserfahrung, die dann ein Sachverständiger, normalerweise ein Sachverständiger bewertet. Die GfG macht es nicht und das soll jetzt ein Sachbearbeiter bei einer Approbationsbehörde bewerten. Also, liebe Kollegen, wenn Sie mich fragen, das kann nicht funktionieren. So, kommen wir zu einem anderen Punkt. Hier habe ich nochmal zusammengestellt, wie Sie selbst Ihre Beispielberichte, wie Sie die finden können, einfach mit Prüfungsorten und Prüfernamen. Hierzu ein kleiner Beitrag, den ich heute Nachmittag für Sie vorbereitet habe. Der Hinweis, wie Sie Prüfungsprotokolle finden. Es gibt generell die Möglichkeit, dass Sie nach Prüfungsorten suchen oder dass Sie nach Prüfernamen suchen. Das befindet sich hier auf der Seite. Bei der Gelegenheit, wir haben inzwischen eine Besucheranzahl von 1.144.000. Und jetzt suchen wir nach einem Prüfungsort. Geben wir als Prüfungsort einmal sehr gefragt Münster ein, klicken auf die Return-Taste und jetzt sehen wir alle Prüfungsberichte von Münster und zwar in chronologischer Reihenfolge. Hier können wir sehen, der letzte Prüfungsbericht an dieser Stelle war am 18.09. mit einer entsprechenden Durchfallquote von 2 von 5. Das heißt, Durchfallquote 2 von 5 Ärzten haben nicht bestanden. Dann gehen Sie weiter runter. Da sehen Sie dann eine Fachsprachprüfung Medizin mit einer Durchfallquote 7 von 10. Das heißt, 7 von 10 Ärzten sind durch diese Fachsprachprüfung durchgefallen. Sie können aber auch nach Ärzten suchen, nach Prüfern suchen. Da fällt mir immer wieder der Name Roos ein. Und jetzt sehen wir, dass Roos in diesen Prüfungen mit auftaucht. Zum Beispiel hier Prüfungskommission Dr. Brandt, Dr. Ross und Professor Dr. Kirchhefer. Und genauso bei den anderen Sachen. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie wissen, wer Ihr Prüfer ist, geben Sie hier den Namen des Prüfers ein und Sie finden die dazugehörigen Prüfungsprotokolle. Nochmal vielleicht der Hinweis, alles was an aktuellen Protokollen hereinkommt, wird von mir verarbeitet und hineingestellt. Voraussetzung ist allerdings immer, dass zumindest einige Inhalte vorhanden sind. Es bringt also nichts, wenn jemand schreibt, war prima, ich habe die Prüfung bestanden, es war große Klasse, es wurde geprüft, das Fach und das Fach. Das nützt uns überhaupt nichts, sondern wir brauchen hier einfach mehr Informationen, die wir dann an die Interessenten und an die Ärzte weitergeben, die noch in diese Prüfung müssen. So, das ist also alles relativ einfach und Sie können dann, wenn Sie hier draufklicken, bekommen Sie natürlich auch die Details dieser Prüfung, wobei meist Anmerkungen von mir dabei sind. Zum Beispiel hier ist es ganz interessant, dass von 5 Prüflingen 2 bestanden haben, aber es war so, jeder von den Prüflingen wurde in ein Patientenzimmer gebracht. Tja, dazu muss man dann schon mal sagen, liebe Leute, das passt doch gar nicht, denn die Approbationsordnung
schreibt den Prüfungsablauf ganz klar vor. Und da heißt es zum Beispiel, dass Antragsteller und haben vor dem Prüfungstermin ein oder mehrere Patienten mit Bezug zu den Prüfungsinhalten, ich betone, zu den Prüfungsinhalten unter Aufsicht eines Mitglieds der Kommission zu untersuchen und Anamnese durchzuführen und zu erheben. Und das ist dann Gegenstand der Prüfung. Das heißt, immer muss sich das Prüfungsgespräch zunächst auf die Patientenvorstellung beziehen. Wenn also, wie hier, das Mitglied der Prüfungskommission nicht dabei ist, dann kann diese Prüfung später auch angefochten werden. So viel an dieser Stelle. Wir haben ja schon oft genug über die Prüfung gesprochen. Soweit also, was die Suche nach Prüfungsorten und Prüfernamen betrifft. Tja, soweit eine Information, wie Sie verschiedene Sachen finden können. Jetzt noch abschließend kurz ein Hinweis. Was haben wir noch? Was gibt es Neues in NRW? Tja, liebe Humanmediziner, ich habe inzwischen einen Bericht einer Kenntnisprüfung in Münster bzw. Münster-Warndorf bekommen. Das ist ja die gleiche Prüfungskommission. Der war leider nicht so gut. Von 5 Medizinern haben 4 die Prüfung nicht bestanden. Das heißt, einer von 5 Prüflingen ist durchgekommen. 4 haben es nicht geschafft. Also das muss ich gestehen, finde ich schon mal ganz heftig. Ich hatte ja gehofft, dass das in Münster alles etwas besser wird, alles etwas besser weitergeht. Weil es sah ja zunächst so aus, dass es auch wieder Prüfungen gab, wo mehr Leute bestanden haben, als dass Leute durchgefallen sind. Das war bei dieser Prüfung, die vor kurzem stattfand, leider nicht der Fall. Ich werde diese Prüfungsprotokolle oder dieses Prüfungsprotokoll in Kürze noch im Netz einstellen. Tja, was gibt es sonst noch? Eine Bitte. Es hat sich sehr bewährt, dass wir ein Interview gemacht haben und ich muss gestehen, ich suche noch Interviewpartner, die über ihre Erlebnisse berichten wollen. Das geht ganz einfach. Rufen Sie mich doch einfach einmal an, wenn Sie ein interessantes Thema haben, wenn Sie etwas haben, was Sie betrifft. Dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie in der Sendung hier interviewen kann. Wir machen das meist mit einer Voraufzeichnung. Das heißt, irgendwann am Samstag rufe ich Sie über Skype an, schalte Sie dazu und wir unterhalten uns über das, was Sie erlebt haben. So, das war es dann für heute. Ich bedanke mich für die Geduld. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir sind wieder etwas länger geworden, als ich es mir vorgestellt habe, aber das kennen wir ja schon. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich stehe zur Verfügung und Sie wissen ja jetzt, wie Sie Protokolle finden. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Sonntag.